So, 1000 Stück, mal gucken, was die Rohrkolben geben. 7028. Ah, können sogar reichen, ey. Errungenschaft? Ihr seht's nicht, ne? Ihr seht sowieso nichts. Ein langer Winter. Kehre zur Grauen Mutter zurück. Das Achievement ist übrigens. Bereite die Graue Mutter auf den Winter vor. Laut Steam. M auf der Karte anzeigen. Drücke J für weitere Informationen. Ja, genau, die Hauptmission haben wir. Gehen wir mal dann. Machen wir mal ein wenig weiter mit der Main Quest. Wie hört's denn da aus? 95%. Mal gucken, was die jetzt von uns weiß. Leichte Storytime. Gucken. Okay, ich blende mich mal kurz aus. Oder blende ich mich aus? Schauen wir mal. Freund. Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? Die Freundin. I'm back in that night. Wind howling. Voices passing through town. I can hear them. Just outside the window. It's windy. But the voices carry. They are yelling. Her voice, it passes through town. She's running. She's alone. Calling for help. But no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. Mm-hmm. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. Der einzige Weg durch den Tunnel kann nur die Gegenrichtung in die Tankstelle sein, weil den anderen Weg Richtung Kirche sind wir gelaufen und da war man mit überhaupt nichts. Da bist du im Kreis gelaufen, das quasi oberhalb von der im Haus wieder rauskommst. An der Brücke in etwa jetzt mal. Kann nur die Gegenrichtung Richtung Tankstelle gewesen sein und da war noch relativ viel Flachland. War mal den alten Mann, das müsste Methuselah sein. On the way into town, there was an old man. Glasses, big beard. Walking stick. He seemed a little odd. Doesn't sound like anyone from Milton. Most of the elderly have gone. Or died. I'm the only one left. The only one from the old days. Hätte er kennt doch seinen Namen? Und ich konnte doch nicht mit ihr reden, nachdem ich ihn schon besucht habe. Hä? Machen wir es mal besuchen. The old man outside of town. Da. Methuselah. He said he'd seen other people walking towards Milton. Other outsiders? It's possible. Where would they be? Maybe my friend was with them. If they were outsiders, they might have stayed in the old schoolhouse. In the months after the quakes, people used to huddle there for the warmth of the school's old coal burner. Rare outsider coming through Milton might stay there the night. If your friend came through Milton, chances are she ended up there. Sie könnte an der alten Schule sein, aber wo soll denn die hier sein? Ich habe gefühlt kein Gebäude gesehen, was so groß sein könnte. Schauen wir uns mal den Rauch an, je nachdem welchen Rauch. You mentioned smelling smoke. Someone came here. One of the townsfolk. Tried to convince me to leave. They said there were houses burning in the town. They said people were scared and were leaving for the coast on foot. Foolish plan. But that's what they said to do after the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go. But I'm not ready to leave Milton. They left you here? Alone? I'm not alone. I have my Lily. Lily? Never mind. Nix never mind. Lily hat ja schon was erzählt. Lily müsste sie sein. Neues Ziel, Moment. Die
So. Die graue Mutter glaubt, dass etwas am Tunnel, der aus Milton herausführt, geschehen ist. Untersuche ihn. Untersuche den Tunnel, der aus Milton herausführt. Gut, ist also die zweite Main Quest, sagst. Kann man mal machen. So, so Pumpgun-ähnliches Ding halt. Was weiß ich, ist es auch nicht Gegenstand hier der Debatte oder der Thematik. Wo ich hin wollte, war ein Haus, das da hinten, ganz hinten am Horizont. Das kann ich noch schnell besuchen, bevor es komplett dunkel wird. Wie ich da zum besten hinkomme, wer fällt ein? Ja, denkste. Wenn es immer so einfach wäre. Au. Jawohl, Lack. Oh, das war. Oh, what the fuck. War mir da nicht schon? Das sind Lauchrohrkolben, ne? Und ich laufe da über die ganze. Ach du Scheiße. Gut, ein Rohrkolben. Oder zwei? Sind es ein oder zwei? Das sind zwei. Ja, über den Kran habe ich nicht gesehen. Nehmen wir mit. Kann man gut verbrennen. Nehmen wir den auch noch mit. Guter Zunder. Das ist auch ein Hase. Das sind sogar zwei Hasen. Ich glaube, ich hole mir die Schlinge wieder. Dann kommt der Herr natürlich nicht drüber. Speichervorgang, oh Gott, aber das ist echt extrem, wie das leckt, ne? Ich meine, du musst ja kurz das Spiel kurz unterbrechen, dass er meine Interpretation davon, dass er wirklich eine Safe-Sekunde hat. Beim Endeffekt muss er die aktuelle Position speichern, das macht schon Sinn. Milton House, Langpfennel, Zeitungspapier. Oh, Kapuzenpullover. Nein. Die müssen wir eigentlich fast zerlegen. Wisst ihr warum? Weil da könnte was drin sein. Ist nichts drin. Aber die Chance. Oh. Goldschal. Notiz zum Höhlenversteck. Ich traue niemandem mehr. Der Strom ist erst seit ein paar Tagen weg, aber die Leute verzweifeln schon. Ich werde ein paar Vorräte an unserem besonderen Ort über der Stadt verstecken. Du weißt schon, wo wir immer die Sterne beobachten. Vielleicht brauchen wir sie, bevor Hilfe eintritt. Über der Stadt und als Höhlenversteck angegeben. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. What do we have here? So. Tomatensuppe? Nein, das hat man glaube ich auch noch nicht. Ja, Karton brauchen wir weniger. Was ich brauche, ist ganz einfach. Ich brauche einen Schlüssel. Und zwar vier Stück. Wenn ich sterbe, lade ich einfach vom Safe Point neu. Also aktuell ist meine Condition sehr gut. Ich verliere eigentlich fast nicht mal Kälte. Hier ist ja mal überhaupt... Na gut, bis auf einen natürlich. Hier ist ja sonst überhaupt nichts. Da ich noch ein wenig Zeit habe, würde ich mir gerne die Schlinge anschauen. Und wenn nicht, stelle ich sie daher. Muss man eigentlich die Main Quest, die mache ich nächsten Tag, habe ich gesagt, ne? Weil hier müssten wir schon alles durchsucht haben. Bis auf das eine Haus. Und wir haben eine neue Sidequest gekriegt. Das haben wir auch noch nicht durch. Ach Gott, dahin müssen wir auch noch hin, ne? Da den Weg hin, aber da fehlt der Schlüssel noch. Da sind auch zwei Wölfe. Oh Gott, unsere Ausdauer kommt. Oh fuck doch die Welt, Alter. Die habe ich überhaupt nicht gesehen! Was macht denn der da?
Gott! Oh Gott! Oh, Alter! Oh, der war hinter mir. Alter! Oh, das war scheiße knapp, Alter. Warum verfolgt denn der mich so lang? Holy shit. Mal gucken, ob ich die Dinger hab, ne? Machen wir das da. Haben wir irgendwelche Krankheiten noch? Satt. Es ist dir gelungen, 72 Stunden am Stück nicht zu verhungern. Du fühlst dich energiegeladen und kannst mehr Ausrüstung tragen. Außerdem bist du für die körperlichen Strapazen, die vor dir liegen, besser gewappnet. Damit hat sich dein Zustand verbessert. Bin ich wieder überladen? Aber, ey, ich hab doch... Oh fuck, weil ich so müde bin. Ja, jetzt essen wir erstmal was, Masterer. Und dann legen wir uns hin. Keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Ja, guck, sind wir richtig. Sind wir richtig. Die müssen jetzt fertig sein. Genau, dann kann ich die... Ich glaube, aus dem getrockneten Darm kann man die Schlinge machen. An der Werkbank. Bloß die Oma ja keine Werkbank anscheinend. Hier ist bloß ein Tisch. Kann man nichts machen. Okay. Würde ich sagen, auf geht's. Zur Hauptquest. Als ob ich jetzt 40 Kilo mitnehmen kann. Das war die Leuchtpistole, die mich schützt. Nicht die Magnesiumfackel, wie es gerade unrecht gestanden war. Ich sehe ja gar nichts noch, ne? So, wo waren jetzt hier die Hasen? Wenn man jetzt gerade hier relativ wenig sieht. Ich sehe es auch nicht besser. Also ein bisschen besser schon. Aber ihr seht die Überladen-Anzeige nicht, ne? Oder doch? Bin ich zwar gerade nicht, aber ich glaube, ich bin dafür ein bisschen zu weit unten. Waren jetzt da die scheiß Hasen? Hey, hey. Die waren doch hier. Ach, scheiß auf die Schlinge, ich mach das schon irgendwann. Irgendwo galoppiert bei der Hirsch rum. Da sind sehr viele Lackpaulinger. Ich weiß, aber es reicht erst einmal. Würde ich sagen. Waldgebiet, neuer Ort. Aha. War ich da noch nicht? Da war jetzt auch die Tankstelle. Also gesehen habe ich es auf jeden Fall schon. Dass ich jetzt natürlich noch nicht jeden Quadratzentimeter abgelaufen bin, ist logisch. Ich habe lauter so Rotstiche hier bei dem Baum, bei den Übergängen vom Baum. Hier jetzt auch wieder. Au! Da könnte auch ein Schlüssel liegen. Ich meine, ich muss zwar nicht ganz in die Richtung, aber steht denn da drauf? Wir müssen da noch irgendwann mal hoch. Oh Gott. Trail. Also Wanderweg. Da geht nix, da geht nix, da geht nix. Gut, was ist da? Doch, da liegt irgendwas. Na! Schließverschlüssel 20. Haben wir schon einen von 4. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Also wenn die Dinger jetzt halt random auch am Boden liegen können, wird's dumm. Wenn die nur in Wägen liegen, sehe ich's ein. Okay, wir sind jetzt sogar schon da, oder? Müssen wir da hinten hin? Schaut nach Tunnel aus da hinten. Jawohl, schaut sogar sehr gut aus da hinten. Etwas schneller da gewesen wie gedacht. Und wir haben ja noch nicht einmal richtig früh. Da schauen wir mal, dieser Schulbus. War irgendwas stand mit Schulbus. Da liegt schon irgendwas. Ach du Scheiße. What happened here?
verunglückter Gefängnistransporter. Untersuche den Bus. Ja, Moment. Looks like a new day is dawning. Ein neuer Tag bricht an. Das hast du gut erkannt. Zeitungspapier, Tag plus Stunde, Les mal. Folgende Gefangenen werden mit unverzüglicher Wirkung zum Bundesgefängnis Schwarzfels gebracht. Donnerstag, X November 2000 X. White, Irwin, Kang, Kelly, Harris, Hobbs, Mathis, Gabas, NG, Leclerc, LOL. Kowalski, Baker, Descoops. Insgesamt 13 Gefangene, bekannte Erkrankung keine. Gefängnistransporter war das also. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist noch eine gute Krähenfeder. Brauchen wir für Pfeile, wenn wir es irgendwann mal machen dürfen. Steine brauchen wir weniger. Alter. Okay, ach du Scheiße, das ist windig. Ich schau mich erstmal hier außen um, aber ich glaube, hier wird es nicht zu viel geben. Muss ich jetzt da von oben? Ach, warte mal, der Gefängnisbus geht von hinten immer auf, ne? Ja. Hä? Ausdauer? Ich konnte es nicht lesen. Per Perspective? Ich konnte es nicht lesen, was da gestanden war. Das war mein. Ach Gott. Ich weiß nicht, ich wüsste gar nicht, wie das Wort heißt. Auf Englisch, ich hab recht, da bin ich am Blackout. Ausdauer. Auf jeden Fall, hier ist der Zugang komplett dead. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Und wir haben. Ja, Ausdauer als Untertitel, aber was war da auf Englisch gestanden? In dem Bus in Rot, was wahrscheinlich Blut war. Will ich gerade, ob wir nicht schnell in die Höhle da oben gehen, weil das müsste irgendwo. Naja, okay. Ach, da müssen wir Richtung Funkturm hoch, das ist schon ein wenig Umweg. Kalt ist uns wie Sau. Ja, aber Stamina, ja, schon, aber das stand da nicht. Das war irgendwann mit P oder mit R war da was gestanden. Ich glaube, ich check noch mal kurz die Tankstelle, weil da mal letztes Mal fast nichts. Oh Gott, Wolf! Weil er mal fast nichts mitgenommen letztes Mal, also was jetzt so Holz angeht, brauchen wir auch nicht, dafür habe ich irgendwas übersehen. So, bin wir zurück nach einem kleinen Cut hier. Mir ist OBS ein wenig abgeschmiert, wo ich auch ein wenig selber schuld bin. Ich musste mir gerade mal zwei der Sachen neu einstellen. Warum? Ich habe das getestet, aber OBS nicht geschlossen, dass er speichert. Deswegen musste ich gerade, deswegen hatte ich gerade die Long Dark Szene in der Kante und die Facecam war auch nicht mehr drin, aber es ging jetzt relativ fix. Und kaum gehe ich in das Gebäude rein, schütze A OBS ab und B Methuselah ist weg. Ich bin ein wenig verwirrt, warum es Methuselah weg ist. Ich habe gerade echt erwägen. Schiss. Ne, dass der mir gleich einen Jumpscare neid drückt. Weil hier war er vorher, hier. Aber das ist keins mehr. Ich brauch. Okay, ich muss die Kiste aber zerlegen. Wie wohl gesagt, da kann was drin sein. Wasserflasche. Ich glaube, ich habe schon fast alles. Hä? Wo war die Leiter da auch schon gestanden letztes Mal? Ich glaube, ich hatte hier schon. Ich glaube, es ist Brett. Ich glaube, ich hatte hier schon alles tatsächlich mitgenommen. Ja. Ich will jetzt nichts spoilern, ne, aber ich kann mich, dafür auch noch was, ich kann mich an was erinnern, was relativ interessant sein könnte. Bloß habe ich bis jetzt schon ein paar Fehler gemacht in dem Spiel. Was jetzt nicht weiter schlecht ist, weil ich gerade den Rechner gesehen habe. Es gibt... Was ist denn jetzt das da hinten? Ich laufe einfach mal gerade drauf zu. War ich da gerade? Moment, was ist das? Da war ich, aber ich war nicht da oben. Es gibt eine... Ach komm, ich spoilere es nicht. Ich spoilere es nicht. Oh, guck mal. Park von Milden. Text lesen. Parkwarnhinweis. Aufgrund des tragischen Unfalls befürwortet der Vorstand des Parks von Milden die Nutzung des Kletterbereichs innerhalb des Parks nicht mehr.
Zudem beeinträchtigen jüngste seismische Aktivitäten die Sicherheit einiger häufig genutzter Wege und Kletterrouten. Wir überprüfen unsere Sicherheitsrichtlinien und veröffentlichen unsere Erkenntnisse so bald wie möglich. Sehen Sie bis dahin bitte von der Nutzung des ausgewiesenen Kletterbereichs im Park ab. Plural, aber egal. Gezeichnet M. Antonides, Vorstand des Parks von Milton. Moment, den will ich mitnehmen. Also Klettern ist verboten, weil Erdbeben am Start sind. Macht ja Sinn. Ich weiß, ich laufe... Oh, okay. Scheiße, auf die falsche Richtung. Da oben könnte der Schlüssel drin liegen. Aber zwei Sonnen nebeneinander. Oh, ist sogar Glashütte. Der ist sogar offen. Moment, ich sehe es doch direkt. Oh, Teil 2 vom Meltdown. Also Zusammenbruch. Text lesen. Geschichte des Zusammenbruchs Teil 2. Für Orte wie Großer Bär, die ohnehin schon abgelegen waren und unter einem jahrzehntelangen Rückgang der Wirtschaft litten, war der plötzliche Zusammenbruch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ohne wesentliche eigenen Wirtschaftsfaktoren war Großer Bär nun vollständig vom Festland abhängig. Die Bevölkerung wurde mit regelmäßigen Lieferungen vom Festland am Leben gehalten, darunter mit essentiellen Waren wie Brennstoff, Lebensmittel, medizinischen Vorräten und so weiter. Diese glichen in mehrererlei Hinsicht der Versorgungsrationen während des Zweiten Weltkriegs. Im Ausgleich für diese Vorratslieferungen fühlten sich die Festländer in einigen Fällen auf Anweisung ihrer wirtschaftlichen Aufseher aus den USA berechtigt, sich alle in den Städten benötigten Ressourcen und Rohmaterialien, die die Insel zu bieten hatte, einfach zu nehmen. Dies umfasste auch die Demontage der Schwerindustrie-Infrastruktur auf Großer Bär. Ja, die Städte waren angepisst, dass der Stuff quasi hier hinkommt. Und haben dann sich gedacht, nee, nicht mit uns. Wir wollen unseren Scheiß behalten. Und dann gab es da erst einmal harten Krieg wahrscheinlich. Es leckt gerade wie Hölle, ne? Holy shit, Alter. Also ist bei mir auch so. Ich habe gerade gewaltige Lecks. Ich habe bloß 50% GPU, ey. Ich muss so im Spiel sein. Ich würde Schiss, dass mein Rechner gleich abschmiert. Signalpatronen finde ich auch sau viele, ne? Ohne Witz. Ah, Metal-Schrott. Ah, da kommt mir noch irgendwas. Nice. Ich nehme es einfach mit, mein Gott, die Zeitung, weißt du nie. Wir werden sie nie brauchen. Notfallspritze. Kranker Shit. Da war noch irgendwas gestanden, ne? Naja, also so geil war die Hütte jetzt gar nicht wie gedacht. Schaut geiler aus. Da an dem Ding hängt Holzlock. Desolation Point. Da oben ist auch eine Hütte. Gehen wir da auch nochmal schnell hin. Climbing Area. Ja, die eigentlich jetzt verboten ist zu betreten. Ist es Kohle oder Steine? Picknickplatz. Neuer Ort entdeckt. Da kann man sich also schön absammeln. Alter. Alter. Ja, GG. Man sieht eigentlich gerade relativ wenig. Man sieht eigentlich gar nichts. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Steine, Steine. Ja, ich glaube, hier ist Ende der Map wahrscheinlich. Ja, hier ist halt irgendwo der... Ich glaube, da können wir gar nicht hin, aber den Rest können wir besuchen. Wir müssen zum Funkturm dann hochlaufen nochmal. Ich wollte eh nochmal hin. Wegen... Loot, wegen Schließverschlüssel. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt eine Alpha-Wand wäre, dass ich da gar nicht runterfallen könnte. Ich will es aber nicht probieren jetzt. Mir fehlen noch 3 Schlüssel, ne? Und ich habe gefühlt schon jedes Auto. Gut, es gibt noch ein Gebiet, wo ich noch gar nicht war. Dafür brauche ich aber auch den Schlüssel. Ja, nicht schlapp machen hier, Master. Wie viel Kilo haben wir überhaupt dabei? 3 Kilo G noch, 3,5. Mache ich kurz einen Abstecher zu oben. Ich meine, das ist nicht weiter, weil da, wo ich zum Funkturm hoch muss, das ist. Keine Ahnung, 5 Meter von der Omi weg.
Wolf hinten. Was steht denn eigentlich da? Wahrscheinlich wieder Milton Estimated so und so. Ja, Town of Milton, ja. Da war ich noch nicht drin, oder war ich? Moment, da war ich auch noch nicht drin. Schauen wir mal kurz dahin. Blablablup. Aha, aha, aha. Tageszeit. Ja, mitten am Tag, aber gefühlt fast Nacht.